herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin der Bio und begrüße euch natürlich ganz herzlich zusammen mit dem Ice Dragon. Hallöle! Geht's jetzt in die zweite Runde hier bei Isis vs. Bio oder Ice? Nicht ISIS. Genau, nicht ISIS. Wir sind hier nicht bei Crisis, ja, also. Ja, genau. Ice versus Bio, seht ihr ja auch schon. Richtig. Ja, was soll man dazu sagen? Wir spielen jetzt hier ein ganz klassisches Spiel, also ganz klassisch. Ihr seht es wahrscheinlich hier schon an diesen Mannequicken hier, an diese Würmer hier vorne hier. Ist es natürlich Worms Reloaded. Ich finde es toll, dass das Worms hier eine Steam-Integration hat, weil zum Beispiel jetzt als unser Avatar-Bilder tut er halt unsere Steam-Bilder laden. Naja. Also könnt ihr das wenigstens richtig schön sehen hier, ne, mit dem Drachen von dem Ice Dragon. Genau. Würde mal sagen, damit wir nicht wieder so eine lange Folge wie letzte Folge haben hier, mit fast über 40 Minuten, fangen wir mal an. Ich habe keine Ahnung, was der Bio da eingestellt hat jetzt, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Erstes Mal, dass wir jedes Spiel jetzt eigentlich mal zusammen spielen. So, warten auf andere Spieler, genau, wir haben das noch nicht gespielt im Multiplayer, also wir wissen gar nicht, ob es überhaupt funktioniert ordentlich. Ich lasse es jetzt einfach so. Tada! Was tust du denn da auf? Reingebeamt. Du hast das ja nicht eingestellt, deine Sachen. Du hast auf eine Schweißermütze. Du bist dran. Ja, ja, ich mach das schon. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ey. Chill doch, Morgenhorn. Du hast nicht mal Namen eingestellt. So. Der Bio war wieder faul, er hat nichts eingestellt. Ganzen einen Schaden habe ich gemacht. Ja, das Spiel ist ab 12, ja. Also alle, die jetzt ein bisschen jünger sind, ausschalten. Hier wird doch ein bisschen... Ne, versteht mal. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hier ist eine Waffenauswahl. Achso, aha. Rechte Maustaste, Lube, ne? Ja, habe ich gerade schon gefunden. Das, Zielen ist jetzt mit... Wie ziele ich? Ah, Pfeiltasten. Und wie schieße ich? Linke Maustaste, oder? Nein, mit Leertaste. Schön, dass wir jetzt mal als doppelt hören. Da hast du Echo von mir drin, ja? Ja. So. Arbeite ich daran mal ein bisschen. Oh Mist. So. Den sollte das jetzt hoffentlich nicht mehr so ganz aber zumindest bedeutend leiser. Tja, wie gesagt, die ganze Runde dauert hier 15 Minuten, danach ist Sudden Deaths an, das heißt, dass das Wasser hier steigt. Also viele werden wahrscheinlich natürlich Worms noch kennen von früher, also... War ja damals schon auf der PlayStation 1 schon ziemlich beliebt gewesen hier mit den Würmern. Wir haben auch schon gute Erfahrungen damit gemacht. Das hätte mehr Effekt, ne? Gar keine Effekte. Nee, es brennt da jetzt nach unten durch, ja. Hast du Sudden Death an irgendwo? Ja, ist an. Okay. Nach 15 Minuten beginnt's denn. Ist der Eis dran, ja. Help me! Help yourselves! Student Dave steht da unten natürlich richtig gut, ne? Ja, perfekt. So richtig, ja, immer schlecht zwar für dich rauszukommen, aber auch schlecht für mich reinzukommen, von daher. Sons of Wormlon! I am one so. Worms don't follow titles, they follow courage! Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Teil das jetzt aktuell sowieso ist hier, ne? Ich meine, es gibt da so viele davon. Das ist so wie Worms World Party so ein bisschen, ne? Obwohl, könnte schon ein bisschen moderner sein als Worms World Party. Are you ready for war? Could you crush a worm with that throw? Nein. I'll make you regret that. Hello. Hello. Scramble, scramble. So, was haben wir denn jetzt hier so Schickes hier drin? Ne? Teleporter haben wir hier, die Oma. Die Oma. Und der ist nicht zu spaßen. Was ist der Oma? Mhm. Ja, genau. Mal auf den Gefangenen. Der Treiber.
in das Loch da unten rein. Genau. Das war der Luftangriff. Das war der Luftangriff, genau so sieht's aus. Sons of Wurlon! Ey, I'm William Wallace! Ey! Wir werden wahrscheinlich jetzt öfter so eine Runde jetzt hier sehen. Was ist das? Das war die Bunkerbombe. Oh, go away! Das brennt immer noch da unten, ne? Ah, ja. Das war eine Benzinbombe, die brennt immer noch. Nein! Ja! No! Noch einen schönen Dave wegbrennen, ein bisschen. So, ein bisschen rauslaufen. Ups, falsche Taste. Ja, wo irgendwo was springen? Wo kann ich da springen zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage. Hallo! Wie ist es gewöhnt, von Shooter auf Leertaste zu springen? Deswegen habe ich jetzt Leertaste gedrückt. Ah, oh, das ist jetzt so fies, ne? Das ist der beste überhaupt. Oh, so übertrieben auch noch. Ich hätte, glaube ich, so den Schubser genommen, dieses Puck. Das anstupsen jetzt. Ja, ja, aber ich glaube, das gab's jetzt hier gar nicht. Nee, doch, doch, doch. Muss mal hingucken. Doch, der Stoß ist dabei. Ja? Wir haben auch nicht viel Zeit, wir haben aber bloß 30 Sekunden hier pro Aktion. Ja, genau. Ah, der Wind ist ungünstig. Der Wind ist ungünstig. Are you ready for war? Ich doch auch nicht. Are you ready for war? Der Wind war ungünstig. Jetzt nicht für den Angriff unbedingt, aber für etwas anderes. Morgenhorn unten hat es eigentlich auch richtig gut, ne? In deinem Schacht da unten. Ja. Aber dann darf man, dass er vielleicht rauskommt, aber vielleicht rausfeuern kann, aber er kann. Was ist das? Gar nichts. Das war irgendwie sinnlos. Es hätte wahrscheinlich was gebracht, wenn man näher ran gewesen wäre oder so. Naja, gut. So, wie steht der Wind? Der Wind steht diesmal bedeutend besser. Also machen wir das dann mal. Napalmangriff. Oh, get you. Aha. Ich geil, wie der Rauch so durch das Wind durch den Wind auch so weggeweht wird. Ne? Ja, das sieht schon cool aus. Hello. Yes, sir. Da hat man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, ne? Hm. Okay. Ach, die bohrt sich erst durch irgendwo. Bunkerbombe halt, ne? Hm. So, ich habe ja nicht mehr so viele. Sons of Wurlon! Could you crush a worm without throw? You'll never take your worm heritage! Klappt nicht so, wie ich es gern hätte, aber na gut. Oh, leave me alone! Uiuiuiui. Hast du gesehen, was ich das Ziel gesetzt habe? Ja, ne? Ich wollte dich eigentlich durch die Explosion ins Wasser schmeißen, aber. The worm guys are too many. Noch eine Bunkerbombe. I'm going to pick a fight. Tja, ja, tja, so sieht's aus. Bio macht mich noch fertig hier. Na, letztes Spiel hast du immer mit Schach. Ja. Aber noch ist er. Noch ist. Ein bisschen Zeit. Noch ist ein bisschen Zeit, ja. Boah. Hoho.
Cool. Nicht schlecht, ja. Das war die Super-Bunker-Bombe. Warum hast du Sachen, die ich nicht habe? Ich glaube, es gibt Sachen, die erst nach bestimmten Anzahl Runden freigeschaltet werden. Ach so, okay. Hallo! Yes, sir! Gut, Clusterbombe haben wir hier. Ach, hier ist die super Bunkerbombe, Tatsache. Dragon Ball. Come on then! Come on then! Okay! Nein! Ja, ja! Du hast mich nicht erwischt vorher. War an mir vorbeigebuddelt. Oh, du hast jetzt so einen schönen Bunker unten gebaut eigentlich. Eigentlich schon, ne? Ja, in dem man gut, reinlaufen könnte. Wenn man will, kommt man rein. Das ist richtig. Man müsste nur sich das Seil schnappen. Was ich gerade nicht finde. Oder hat er vorhin noch gesehen? Ach, da oben ist es. Also jetzt ist die Zeit lang dann schon wieder. Are you ready for war? Ein bisschen fragwürdig. Wie ist der Wind? Ja, der ist klar. Das habe ich ja Glück. Could you catch a worm with that throw? Hast du den schönen Weg, habe ich den schönen Weg gemacht, Leute? Dann kann man schön rechts und links laufen wieder. Oh, das ist aber fies. Yeah, voll abgefangen oben. Toll. Das Feuer kriegt sich auch nicht. Das ist cool. War es Napalm? Ja. Müsste mir einer hier mit Napalm kommen daher. Das eigentlich. Das ist noch Dienstwoche. Are you ready for war? Are you ready for war? Nee. Die Wolke, glaube ich, ist nicht schlecht, aber. Naja, aber die wissen nicht. Aktuell sind yes, jetzt sir. Nicht geile Tier gezaubert. Boah, keine Gewalt, ja. Inkrakete. Brilliant, sir! Every worm dies. Ah, trotzdem tot, also. Ich hab nur noch einen? Oh mein Gott. Ja! Aber heißt ja immer noch nicht. Are you ready for war? Could you crush a worm with a Bye, ist schon mal einer, das ist der erste von dir, der tot ist, ne? Ja. Hallo! Yes, sir! Überspringen. Was ist denn dieses Seil? Da, Ninja-Seil. Du weißt, wir kannten mal jemanden, der konnte damit richtig gut umgehen. Come on, then! Wer denn? Ein Kumpel von uns damals. Die wir keinen Kontakt mehr haben. Hurry, sir, you can! Das bin ich ganz Every one of you arms will die today! Das ist auch nicht schlecht. Habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, um zu sein? Das Problem ist, man hat davon nicht so viele, ne? Ja. So. Are you ready for war? Ja, zwei waren es, ja. What the?
If we join, we can win. Bye bye then. Zwei nebeneinander. Ein richtiges Loch reingehauen in die Welt. Hello. Yes, sir. So, yes, sir. Das ist alles doof jetzt. Da kann man leider nichts machen. Naja. Ich hätte mir fast denken können, dass die Rakete nicht so schlau ist. Ach, nein, die ist keine zielsuchende Rakete, die genau den Weg fliegt, der frei ist. So, das Problem ist, ich habe natürlich jetzt, glaube ich, schon alle möglichen Fernwaffen schon verballert. Ist noch irgendwas? Ja, eine Sache habe ich noch. Worms don't follow titles, they follow courage! Machen es trotzdem. Are you ready for war? Are you ready for war? Oh, go away! Super! So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt, das steht jetzt 1 zu 1. Das hatte ja noch einen. Du hast zwar mehr Leben als ich. Hier. Scramble, scramble! So. Stahlträger. Natürlich mies, dass ich gedacht, dass ich da unten so ziemlich relativ gut stehe, ne, da unten. Come on, then. Bist du sicher, dass du das so dicht an der Kante abfeuern willst? Come on, then. Okay. Mach was anderes. Okay. Not everyone really loves. Worms don't follow titles, they follow courage! Are you ready for war? So. I'm going to pick a fight. Da stehe ich ja auch gut da oben. Mhm. Ach, so ein ganz kleinen Teil da. Der Bio scheint nicht fertig zu machen, ne? Naja, glaube ich jetzt nicht. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Nee. Das ist wahr. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, komm schon. Ja, das killt mich trotzdem, oder? Every worm dies. Aber ja. Das spricht nicht um, ja. Nee, ich glaub nicht. That's amazing. Nee, 25 ist nicht gekostet. Sehr schön, somit steht's wieder 1-1 bei uns in der normalen Wertung. Jetzt letzte Runde in der Wertung für uns, ja. In der Ice vs. Bio steht's jetzt 1-1. Genau, 1-1, genau. Das heißt, in der nächsten Runde gucken wir uns dann wieder ein anderes Spiel an. Danken uns natürlich ganz herzlich fürs Zugucken. Hoffe, euch hat's wieder gefallen. Und bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss.